unbewusst mehr diese Beschäftigung mit diesen Themen, also Höhlenmalerei, Höhlenzeichnung, Tierzeichnungen als solches. Aber das ist nicht das, was ich unbedingt suche. Das ist so. Was suchst du stattdessen? Oder ich suche das natürlich nach einer Darstellung, dass da etwas entsteht. Mit der Beschäftigung mit der Sache als solche, aber nicht, dass ich sage, ich muss jetzt eine Höhlenmalerei, diese Zeichnung des Pferdes oder des Stiers imitieren. Mhm. Also das wäre ganz falsch, für mich. Mhm. Dass ich jetzt sage, guck mal jetzt aus dem Internet, gucke mir mal jetzt eine Höhlenmalerei ab und fange das jetzt an, das zu machen. Dass ich mir die angeschaut habe, das ist klar. Aber auch mehr um die Wirkung spüren zu lassen. Das heißt, es geht immer um die Wirkung dieser Sache. Genau. Das heißt, und diese Wirkung transportiert eine gewisse Kraft. Und die muss ich suchen, um die in der Darstellung nachher zu finden und darzustellen. Das heißt, das ist ganz wichtig. Das heißt, wenn es etwas auslöst beim Betrachter, was jetzt nicht unbedingt spirituell ist, sondern das ist irgendwie bei der letzten Ausstellung, bei dem letzten Gespräch, ich glaube zur Eröffnung war das, da sagte auch eine Dame zu mir, es gibt so eine Ur-Erfahrung, die man vielleicht hat, die man. Wenn man jetzt etwas sieht, warum habe ich dann Angst? Warum beeindruckt mich das? Wenn ich in den Raum gehe, in den schwarzen Raum dahin, hat man eine bestimmte Wirkung durch diese Darstellung, dieses Stier der Stiere oder auch die Wirkung des Raumes durch dieses Abgedunkeltsein. Das heißt, es kommen bestimmte Urerfahrungen, vielleicht sogar Ängste oder Dinge dazu, die etwas auslösen. Mhm. Und wenn das sind emotionale Zustände und wenn ich da etwas von erreiche, dann habe ich schon viel geschafft, was ich eigentlich machen möchte. Geht es so beim Umfang wirklich um Identifikation mit einer anderen Kreatur? Oder geht es darum, sie zu bannen? Sie, indem man sie verliert? Neu zu bannen, genau. Einstimmen. Gut, eigenständig, aber auch um seine eigene Angst oder Furcht davor zu überwinden. Wenn wäre das wieder unbewusst. Also sind wir wieder bei diesem Gedächtnis, das wir haben. Was man vielleicht versucht, das dadurch zu aktivieren. Durch uns, durch Beschäftigung damit, durch intensive Auseinandersetzung. Vielleicht kann man da, kommen wir wieder als Schaman, das ist ein Zustand des Verlierens in der Arbeit. Kennst du das sicher auch, wo man zwei Stunden was macht und dann wird einmal irgendwie weg. Aber ist das Neues entstanden? Und das ist ein wichtiger Prozess. Und der ist nicht unbedingt steuerbar. Wenn man den erreicht, hat man genau den Zustand, wo man am kreativsten ist. Der nicht selbst, sondern die Arbeit am kreativsten wird.